Halli und Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zur neuen Folge von Let's Play Manga of History Polynomial. Ja, Paranormal mit der Musik im Hintergrund, denn wir werden auch gleich wieder in unsere Hülle gehen. Aber zuerst gibt es mal die lieben Patch Notes, weil das könnt ihr hier so meine Welt angucken, falls es euch interessiert. Ich denke, LP-Welt? LP-Welt, 2.10. War das mein erster Versuch, oder? Kann sein. Oder ist es komplett egal, auf jeden Fall jetzt die Patch Notes. Für die. Falsche Seite. Für die 1.9. Oder wir sind noch in der 1.9 Pre-Release. Ja, in der 1.9 Pre-Release 3. Neue Funktion: Es gibt hier Babys. Ein Zaubertisch wurde hinzugefügt. Der hat im Inventar aber noch keinen Namen. Ja, das ist in dem Fall der. Enchantment Table. Zauber hinzugefügt. Man kann nur mit Hilfe des Zaubertisches Items verzaubern. Jedoch haben die Zauber noch keine Effekte. Okay. Also ist noch sehr neu. Also noch nicht viel machen, sollte ich vermutlich machen. Kessel hinzugefügt. Enderauge hinzugefügt, Enderportal hinzugefügt als Block ID 119, Enderportal Block hinzugefügt, Tränke und Tränke-Effekte hinzugefügt. Jetzt geht's also richtig ab. Man kann mit den Füllen der Erfahrungsliste nur ein Erfahrungslevel erreichen. Bin mal gespannt, welches Level wir schon sind. Ich hoffe, wir haben nicht alle voller. Erweiterte Ressourcenanzeigen beim Drücken von F3, das ist sehr nett. Glasscheiben lassen sich nicht mehr abbauen und mitnehmen, sondern lösen sich wie Glasblöcke auf. Was, die können wir mal mitnehmen? Cool. Jetzt bin ich mal gespannt, welches Level sind wir? Ich wette mit euch, wir sind entweder 1 oder 0. So wie ich Minecraft kenne. Level 5 sind wir schon. Ist ja nice. Und das heißt, dass sobald... Halt, ich muss mir hier nur noch Costage oder City. Das heißt, sobald ich mir dann endlich mal... also sobald wir dann hier irgendwie Obsidian gefunden haben, beziehungsweise Lava und ich dann kurz... und jump! Um mir eventuell, ich habe gerade das weg Kohle, um mir eventuell irgendwo, ja, Baby, das psychisch krank lacht, um mir eventuell, ich möchte das Lied nicht weiterhören, nein, möchte ich wirklich nicht, dann gucken wir hier weiter und, okay, es ist auf jeden Fall gemeingefährlich. Da werde ich noch extrem oft runterfallen. Freut euch da schon mal drauf. Da werden noch viele witzige Stunden mit mir haben. Ist das ein Skelett? Nö, das ist ein Block, Patrick. Das ist in Minecraft übrig, dass es Blöcke gibt. Ich werde jetzt auch etwas meine Stimme senken. Da ich mich ja hier der gruseligen Situation anpassen sollte. Und da, her. Ist da oben Wasser oder ist es ein... Okay. Und daher, meine lieben Freunde, werden wir jetzt... ein bisschen mein gehen. Nur für euch. Und nur hier exklusiv bei Let's Play Manga of History. Und diese Folge kommt, soweit ich weiß, am Heiligabend raus um 10:30. Ich release alle Folgen an Heiligabend um 10:30. Sowohl die Ponia als auch. Als auch Minecraft. Und heute um 16:30 wird es wieder erkennen, die mischen wir alle von dem lieben Brother Moon LP die Minecraft Wege geben. Schmunzel, Fee und Ryokan haben mir auch aufgenommen. Und in den drei folgenden Folgen vom 24., 25. und 26.12. war euer liebes Studio-LP als Gast dabei und hat einen wunderschönen Gasthaus weitergebaut. Es würde mich wirklich freuen, wenn ihr mal vorbeigucken, noch an alle, die eventuell diese Folge heute sehen, dass sie von Brother Moon, Ryokan oder Schmunzelfee kommen. Wäre es wirklich nett, wenn ihr mal ein Abo da lassen könntet oder einfach mal einen Kommentar oder eine Bewertung, weil ich stehe noch ziemlich am Anfang des Let's Plays und würde mich wirklich mal über ein bisschen über... einfach mal ein bisschen Aufmerksamkeit darüber, ein bisschen so gesehen Kenntnis genommen zu werden, freuen. Also, wenn ihr gerade kurz Zeit habt oder so, lasst mal ein Abo da, wenn ihr Bock habt oder mal einen Tag, an einem Tag mal eine Viertelstunde mehr Zeit habt, guckt doch auch mal täglich ein Projekt von mir, würde mich wirklich sehr freuen. Und nochmal liebe Grüße an die Minecraft-WG-Truppe, war wirklich eine witzige Aufnahme, also mir hat Spaß gemacht, so viel dazu. Die Folge kommt dann erst schon 6 Stunden. Ja, ich release halt früher. Ich habe aber Brother auch gesagt, dass es rein theoretisch besser wäre, wenn dann Weihnachten die Folgen früher released, weil die ja um 16:30 keiner guckt, weil die ja, wie er dann sagt, alle bei der Bescherung sind. Dann mache ich um 10:30. Also jetzt. Beziehungsweise jetzt müsste schon 10:55 sein. Also natürlich guckt zuerst Edna, Deponia oder... was kommt denn eigentlich noch? Sonst gar nichts. Oder ich weiß gar nicht, kommt am 24. kam da Edna oder Deponia? Ich weiß es gerade gar nicht. Egal, wir sind ja auch gerade beim Kohle abbauen. Die Kohle, die ich mir hole, in einer gesenkten Stimme.
Alter, endlich mal ein bisschen Mining-Action hier. Was ich aber unbedingt in der letzten heutigen Folge von der. In der letzten Aufnahme der Folgen heute machen muss, ist zurücklaufen. Meine nächsten Aufnahme werde ich dann nicht mehr hinfinden. Ja gut, eigentlich ist ja nicht schwer. Eigentlich, ich habe ja die Fackeln so gut wie alle rechts gesetzt, da müsste es eigentlich leicht gehen. Ja. Macht mir gerade richtig Bock, das mal wieder ein bisschen zu meinen. Und ich wette, ich bin eigentlich gerade gar nicht mal so schlecht, ne? Also ich beachte das, was man mal beachten sollte, die meisten unteren Block von sich abbauen, also so. Also genau so. Es wäre jetzt so fucking epic gewesen. Und so fucking kacke, wenn darunter jetzt Lava gewesen wäre. Alter. Meins? Dann würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal ganz spontan in die Richtung. Wow, cool. Also, das ist auf jeden Fall mein absoluter Lieblingsweg. Wo geht's hier hin? Erstmal die Kohle holen. Man kennt es, die Kohle, die ich mir hole. Dann noch die hier, die hier, die hier, die hier und die hier und die hier. Und warum kommen immer? Jetzt machen wir mal so hier nochmal. Habe ich zwar schon mal gehabt, aber Tanz der Vampire von uns gespielt. Habe ich halt einfach Bock drauf. Da, 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 da. Ach ja, ist doch schön so. Macht mir gerade echt voll Spaß. Ich hoffe, euch macht es auch genauso viel Spaß wie mir gerade zu zocken, dass ihr mir auch zuschaut. Warte, meine Sätze geben irgendwie im Let's Play nie Sinn. Obwohl, die geben eigentlich allgemein nicht Sinn. Da, 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 da. Oh, danke, Höhlensound. Ich habe schon gewusst, dass hier eine Höhle ist. Ich bin gerade in ihr drin. Ich bin gerade in ihr drin. Ja, klar, Patrick. Klar. Also, ich überhaupt nicht per was zweideutig oder ähnliches an. Nein, nein. Kohlilein! Da ist auch noch Kohle. Da auch. Was ist? Ich sehe nichts. Fackel. Da hinten noch. Die hole ich mir auch gleich, aber zuerst muss ich Kohli. Das war tiefer, als ich erwartet hatte. Hat man vielleicht bemerkt, was ich auch gut finde, dass man in den Versionen noch nicht so viel essen muss wie dann später, weil ansonsten wäre ich vermutlich schon tot. Ach, hier geht's noch weiter. Ja, das finde ich ja nice. Aber hier sind viel zu wenig Mobs. Können hier mal mehr Mobs spawnen, Mensch? Nein, ich bin im Diamantschwert abbauen, stumm. Aber ne, ich hätte schon gern ein bisschen mehr Mobs hier. Weil ich meine, gerade eben ist schon irgendwie nur Farm. Und ich meine, die Höhen geht ja, ja auch ein bisschen Action zu haben. Meiner Meinung nach. Lasst einfach mal ein bisschen das wunderschöne Lied auf euch wirken. Da, da, da! Was? Kohle. Hallo, Mobs. Ich spiele in diesem Spiel eine wichtige Rolle. Ihr seid da, um mich versuchen zu töten. Nun ja. Also, eine Mobs ist gerade schon ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Aber auf jeden Fall werden wir hier unsere Steinspitzhacken vor uns wegkriegen. Aber sowas von, Leute. Ich hätte eventuell doch mal die Diamantspitzhacke. Habe ich die? Ich hätte die echt mitnehmen sollen. Ich brauche doch noch Dings. Soll ich die eventuell kurz holen, bevor ich den Weg nicht mehr finde? Ich finde ihn sowieso jetzt schon nicht mehr. Und zur wirklichen Meganot können wir uns dann auch noch mal eine craften. Hallo! Sag mal, wo sind die ganzen Mobs? Das kann doch gar nicht sein. Nochmal sind Höhlen und so voll. Ach, bestimmt, weil das noch irgendwie so eine Alpha-Höhle ist und. Obwohl, es wäre eigentlich unlogisch, es gab ja schon von Anfang an Mobs. Schon seit der Pre-Release gibt es Mobs. Seit der Inf-Dev. Allererste, seit der In-Dev. Seit der Version. Allererste Folge In-Dev.
nationalisiert angucken. Da könnte man wirklich, ja, eigentlich wirklich nicht viel machen. Trotzdem konnte man das bauen, was man bauen wollte. Bald wollte ich noch die Indef. Und wenn ihr auch wissen wollt, ja, wo kriege ich jetzt die Emsinus-Zeiger her, du postet dann den Link. Guckt einfach mal in die erste Folge rein. Da ist auch ein Tutorial, wie es installiert und wie ihr alles macht. Da ist alles erklärt. Da 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 da. Da 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 da. Effekt bitte nicht vergessen, Patrick, wir meinten. So. Ich habe gerade kurz die Aufnahme gestoppt, vielleicht erinnere ich mich dann daran. Eisen und er sprang mutig in den Tod für das Eisen. Ah. Erde. Erde, 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 Erde. Da, 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 dam, dam. Da, 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 Wasser. Dagegen anschwimmen! War da hinten? Ich habe gerade gedacht, also ich habe schon Hallis. Aber das kann ich mir nicht erzählen. Ich gehe mal da runter, weil da könnte ein Diamanten sein. Das hier nirgends. War das eigentlich so schwer? War das so schwer? Anscheinend ja nicht. Oh, Pilzileins. Aber auch nur einer. Naja. Oder doch mehr? Erstmal die Pilze mitnehmen. Können wir dann Riesenpilze bauen und dann sind alle glücklich. Ach stimmt, die gehen ja weg, wenn man Fackeln plantet. Stimmt ja. Weil die nur im Dunkeln und im Tod wachsen können. Aber wie gesagt, es war wieder nur ein Zombie. Oder seht ihr hier noch jemand? Also ich nicht. Ich hab mal das Eisen da hinten. La 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 la. Ne, das Lala, das sehe ich jetzt nicht wieder. Ich werde nachher nochmal ein bisschen singen. Und auch wenn mich Erik dafür jedes Mal umbringen könnte. Quietscher, das weiß ich, gib's zu. Alter, hier müssen doch noch Mobs sein. Ich hatte gerade total lame. Ich meine, ich freue mich über die Rohstoffe und so, aber... Ich meine, ein bisschen Action hätte ich ja... Oh, Stein. Ein bisschen Action hätte ich ja da stand doch schon auch gerne. Ich stelle einfach was. Nein, dann mache ich sie weg, weil sonst denke ich sie, hör mal, die links... Ist die Linksradikale? Ahaha! Oh, der war schlecht. Gut, da ist das Ende. Ach, dann holen wir mal die Kohle. Man kann im Einatmen reden. Lasst mich in Ruhe. Ich wollte gerade singen, wenn mir ein. La 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 la. Totale Finsternis, ich falle und nichts, was mich hält. So, ist aber auch mit den Effekten. Dab, dab. Sterbpilze und bam! Bam! Ich habe gedacht, es gehen alle putti-putt. Enttäuschend. Das war's schon wieder, Samal. Samal. Okay, links ist sie hier, da oben sind sie überall, rechts ist sie auch rechts. Rechts. Müssen die nicht links sein? Hier ist noch eine. Aber die sind alle rechts, das passt also, ja genau.
Unsere Ziele sind klar, unsere Methoden bewährt. Ich suche den Rückweg, solange er mich nährt, werde ich entkommen. Komme ich etwa? Ja, ich komme von da oben. Genau da war das. Genau da, wo ich tiefer gehen, weil ich das Eisen gesehen habe, habe ich gedacht, ja, die tiefer sind meistens auch Diamanten. So, und jetzt nach da hinten. Aber es kann doch nicht sein, dass hier nur geile Rohstoffe sind und keine Mobs. Und ich mal die Aufnahme gleich beenden. Noch kurz das Eisen hier abbauen. So, das war's in dem kleinen Loch. Mache ich jetzt hier die Verabschiedung und hoffe, dass wir nächstes Mal ein bisschen Mobs finden. Ich meine, das mit der Rohstoffsammlung ist schon geil, aber trotzdem hätte ich gerne mal ein paar Mobs. Dann zeige ich euch einfach mal Ciao, danke fürs Zusehen und noch eine schöne Woche. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn ihr das Let's Play Minecraft History. Ciao, ich wünsche euch eine schöne Woche und vergesst nicht, heute um 16:30 bei Random Moons Minecraft-Video vorbeizuschauen, um mich als erstes zu sehen. Ja, und tschüss.